Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir, Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Sims 4 spielen, und zwar die Vampir-Edition. Nina ist zwar kein richtiger Vampir, sieht aber ein bisschen so aus. Das ist meine Bude, die habe ich mir nicht selber gebaut, sondern einfach bauen lassen. Oh, was ist denn hier los? Ach, die läuft bereits, okay. Was ist hier mit Sebastian? Mit Sebastian plaudern. Ich habe ja gesagt, dass ich mich eigentlich an Max halten will, aber wir können ja auch einfach Freunde sein. Wenn es jetzt nicht um eine Partnerschaft geht, dann geht das ja auf jeden Fall. Ist sie schon am Telefonieren? Sie telefoniert, guckt Fernsehen und hört gleichzeitig Musik. Also das ist Multitasking. Zu viel Geräuschkulisse auf jeden Fall. Aus damit. So, was haben wir hier? Witz erzählen. Ich möchte lieber mich nochmal verabreden. Wie das? SMS schicken, gesellschaftliches Ereignis, einladen auf eigenem Grundstück, um Verabredung bitten. Mal sehen, was er sagt. Hey, ich glaube, das klappt. Verreist mit Nina und Freunden. Nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Mein Haus? Auch nicht. Wo können wir denn hin? Ich weiß, dass wir letztens in der Bar waren, aber wo war die denn nochmal? Vielleicht gehen wir dahin. Karaoke-Bar, das klingt doch cool. Da wollen wir hin. Ab in die Karaoke-Bar. Nina und Max lassen es richtig krachen. Ich hoffe, ich muss da nicht singen. Vielleicht ist Max ein begnadeter Sänger. Wer weiß das schon? Wir werden das vielleicht auch gleich herausfinden. Honey Pop. Das ist, glaube ich, der Eingang. Du Etzing. Auf jeden Fall. Oh, Ronage, Nilsi. Seneki Blindi. Hislop, Sibuum. Squamish, Nibanu, Trifa. Country, du Etzing. Das will ich sehen. Und vor allem auch hören. Oh nein, wie witzig. Das ist ja total verrückt. Ich find's echt mega lustig. Hauptziel: Verabredung Kontakt knüpfen, mit Verabredung flirten, sitzen und mit Verabredung sprechen. Nee, ich möchte es auf jeden Fall nicht beenden. Es ist gerade so lustig. Es ist richtig lustig. Und Max kann mal überhaupt gar nicht singen. Der kann noch schlechter singen als ich. Aber immerhin ist er für jeden Spaß zu haben. Sims können ihre Singfähigkeit unter Beweis stellen. Wähle dazu bei Karaoke-Wettbewerb singen an einer beliebigen Karaoke-Maschine im Gebäude. Der Gewinner wird um 23 Uhr verkündet. Dazu muss er zum Singen antreten. Ich glaube, für einen Wettbewerb bin ich noch nicht bereit. Aber es ist auf jeden Fall echt lustig. Ich glaube, ihm hat es auch gefallen. Mal schauen, ob man sich hier irgendwo gemütlich hinsetzen kann. Zusammensitzen. Das sind doch mal coole Sitze.
Ein bisschen verkniffen sitzen sie ja da schon, ne? Wo läuft sie hin? Auf Klo. Ja, ja, bla bla. Ich glaube, ihm scheint es ganz gut zu gefallen. Aber wir haben noch nichts zu trinken. Will er sich gar nicht hinsetzen? Möchte er die ganze Zeit stehen? Nein, er möchte sich auch hinsetzen. Jetzt haben wir, glaube ich, die Seiten einfach getauscht. Scheint auf jeden Fall ein richtig netter zu sein. Wie gesagt, ich finde Max gut. Findet ihr ihn auch gut? Sebastian ist ja leider schon verheiratet. Den hätte ich auch ganz gut gefunden. Wie schaut's denn so bei Nina aus? Energie? Okay, nicht, dass sie hier wieder einpennt. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Süße Nichtigkeiten flüstern. Da knistert's aber. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, und sie setzen sich wieder auseinander, nachdem es hier ein bisschen intimer geworden ist. Oh, jetzt kuscheln sie auch noch. Süß, richtig süß, die beiden. Was können wir hier noch? Was können wir vielleicht mal bei Romantik machen? Warum fängt ihr an zu singen? Die nimmt das mit der Karaoke-Bar vielleicht etwas zu ernst. Eieieiei. Wer ist sie? Die stellt sich da einfach mit dazu? Geh mal auf Romantik. Flirten. Nur um meiner Aufgabe ein bisschen näher zu kommen. Trinken brauchen wir gar nichts. Das wird hier ein spottbilliges Date. Hey, ich hab doch schon geflirtet, oder? Mit Verabredung flirten, wenn kokett. Okay. Kokett fühle ich mich wahrscheinlich gerade derzeit nicht. Händchen halten, gestehen, sich angezogen zu fühlen, fragen, ob Sims Single ist, flirten, einen Kuss erleben. Ja! Ja! Nochmal. Das war aber ein kleiner Kuss. Sehr glücklich. Perfekt. Es läuft wie am Schnürchen hier mit Max. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Händchen halten und so weiter. Eieiei, Nina geht ganz schön ran. Händchen halten. Okay, wir haben auch geflirtet. Jetzt müssen wir nur noch Verabredung leidenschaftlich küssen. Rose anbieten, aufreizen, posieren, Hände küssen.
Quimble Reginue. Insula coming. Sabu? Quant Bajelt. Oh. In a prep stew lane. Oh. Bitten, Freund zu sein. Je weiter man fortgeschritten ist, kommen natürlich noch zusätzlich irgendwelche weiteren Aktionen dazu. Und ich glaube, wenn es ganz gut läuft, wie kann man ihn denn leidenschaftlich küssen? Yes! Ich gehe echt hier total mit, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Oh. Das muss ich natürlich mit einem Foto hier festhalten. Wow, was für ein Kuss. Hat mich richtig umgehauen, beziehungsweise ihn eher. Oh, oh, sie wird müde. Die ist eingeschlafen. Nina, das kannst du nicht bringen. Nein, ich glaube, das Date ist dann damit fast schon vorbei. Nina pennt beim Date ein. So langweilig, vielleicht war es auch so anstrengend für sie, wer weiß. Ich kann ja so ein bisschen Tempo machen und sie dann einfach aufstehen lassen. Das ist sie bestimmt total angenervt. Jemanden bitten, eine feste Beziehung einzugehen. Verabredung abgeschlossen. Haut er jetzt auch ab? Schade, es lief auf jeden Fall super gut mit Max, finde ich. Findet ihr das auch? Wir werden dranbleiben, definitiv. Ich hatte gerade meinen ersten Sim-Kuss. Bin total aus dem Häuschen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich weiter verfahren soll. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert alles. Vielleicht auch, wie ich überhaupt jetzt Max für mich noch komplett gewinnen kann. Ich gehe eine Runde pennen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!